Okay, ich entriegle die. Verdammt! Was ist? Die haben mein System gehackt und übernehmen die Kontrolle. Sorry, melde mich gleich wieder. Halt, warten Sie! Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Verdammt! Ins System gehackt? Übernehmen die Kontrolle? Worüber denn? Ich muss Cassandra finden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 3. Wir sind in einem Gefängnis, so wie es aussieht. Bei Ausbruchsversuchen benutzte Hilfsmittel. 1948 entwendete ein Gefangener diesen metallischen Kleiderbügel aus der Wäscherei und benutzte ihn als Werkzeug zum Graben. Nach 5 Jahren Schwerstarbeit wurde sein Fluchtversuch jedoch entdeckt und vereitelt. Oh je. Der Kleiderbügel sieht brauchbar aus. Ich nehme ihn mal mit. Ja, vielleicht können wir uns auch 5 Jahre durchbuddeln. Mal schauen. Lautsprecher? Jemand hat die Übertragung gestört. Seitdem sind die Lautsprecher stumm. Cassandra muss hier irgendwo in der Nähe sein. Okay. Gemütlich geht anders. Da kann man nichts, da kann man... Na? Auf dem Regal stehen jede Menge Schnitzereien. Da hatte jemand offenbar lebenslänglich Zeit. Den Becher nehme ich mit. Die Schachfiguren lasse ich aber lieber hier. Ach, das sind Schachfiguren, okay. Sieh an. Das ist also gar kein Speckstein. Und auch kein Alabaster. Das ist ein Pferdeapfel. Was? Ziegelsteine? Ziegelsteine. Nee, echt? Ich nehme so viele mit, wie ich tragen kann. Falls ich tatsächlich noch mehr brauchen sollte, kann ich ja noch welche holen. Genau, weil man ja immer mit einer Handtasche voller Ziegelsteine rumläuft. Hier fehlen ein paar Steine in der Mauer. Hier geht's leider nicht in die Freiheit. Naja, kommt drauf an. Laut dieser Tafel waren Ausbruchsversuche sinnlos. Es gibt zwar keine Haie in der Bucht, aber eiskaltes Wasser. Deswegen war Alcatraz das einzige Gefängnis mit warmem Wasser duschen. So konnten sich die Insassen nicht abhärten. Okay. Vor dem Fenster befinden sich dicke, im alten Mauerwerk eingelassene Gitterstäbe. Man könnte fast meinen, noch all die Schwerverbrecher mit ihren Eisenketten beim Freigang im Kreis schlurfen zu hören. Okay. Niemand zu sehen, der mir helfen könnte. Bis zum Hof sind es gute 10 Meter. Da komme ich niemals heil runter. Ach, da oben sind wir. Jetzt sehe ich das. Okay. Aber hier können wir im Prinzip nur... Scheint ein Telefonkabel zu sein. Es verbindet den Zellenblock mit dem Nebengebäude. Ich komme nicht ran. Ja, aber vielleicht von der Zelle daneben aus? Das Zeichen dort an der Wand kommt mir irgendwie bekannt vor. Natürlich! Der Computer im Museum. Cassandra! Dort drüben muss das Versteck sein. Achso, das ist das Kabel, was er mir die ganze Zeit anzeigt. Okay. Wenn Meister Glanz das sehen würde... Ich verkneif's mir lieber, bis ich eine saubere Toilette finde. Können wir hier irgendwas mit den Ziegelsteinen schon mal machen? Kann ich die Ziegelsteine irgendwie rauswerfen oder so? Man weiß es nicht. Kleiderbügel. Kann ich den irgendwie mit irgendwas hier benutzen? Auch nicht. Ein Poster von Rita Hayworth. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dahinter ein Fluchttunnel verbirgt. Ja, aber hätte ja sein können. Ich meine, mach's einfach mal ab und guck nach. Die Zellentüren sind zugegangen. Die Zellentüren kann ich nicht öffnen. Ja, aber das heißt dann doch, ich muss irgendwas... in dieser Zelle machen, beziehungsweise in dem Hof machen. Die Zellen sind geschlossen. Okay. Oh, wir haben noch eine Bettdecke. Aber mehr können wir hier nicht machen. Eine Decke.
Scheint aus extrem strapazierfähigem Material zu sein. Kein Loch, kein Riss. Okay. Ich wickel so viele Steine in die Decke, wie reinpassen. Ja, das ist ja toll. Und nun? In der Decke sind jede Menge Steine. Bringt uns das denn irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Kann man mit den Steinen jetzt irgendwas hier machen? Ja, ich weiß. Guck einfach mal raus. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Daran... Das Gewicht der Steine könnte genügen, um die Gitterstäbe rauszureißen. Aber dazu muss ich das Bündel auch am Fenster befestigen. Ja, dann mach das doch. Oder musst du da irgendwie was zurechtschneiden oder so? Kleiderbügel? Bolzenschneider können wir nicht nehmen. Kleiderbügel... Ihr macht das doch am Fenster fest. Das Gewicht der Steine könnte genügen, um die Gitterstäbe rauszureißen. Aber dazu muss ich das Bündel auch am Fenster befestigen. Andererseits... Eigentlich braucht man ja was, um das Ganze zuzubinden. Ich dachte jetzt, das geht mit dem Kleiderbügel, aber damit geht es offensichtlich nicht. Haben wir denn irgendwas hier draußen vielleicht übersehen? Hier irgendwas, Schaukasten. Im Schaukasten ist nichts Nützliches mehr. Zellen. Kabel. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Es ist an der Wand befestigt. Ja, dann macht das doch aus. Das stromführende Kabel mit dem Bolzenschneider zu durchtrennen, ist keine gute Idee. Zumindest nicht, wenn einem sein Leben lieb ist. Ja, wir sind hier aber im Adventure, also da ist es nicht so schlimm. Fest verschlossen. Die Klimaanlage läuft. Ich komme da nicht ran. Kann man irgendwas mit der Klimaanlage machen? Das Zeug da drauf werfen oder so? Kann man was mit dem Becher machen? Oh, ich habe eine ganz böse Idee mit dem Becher. Die Kloschüssel ist echt ekelhaft. Aber das Wasser scheint wider Erwarten einigermaßen sauber zu sein. Okay. Im Becher ist Wasser. Das ist toll. So, Moment. Oben. Ah, nee, das war keine Kette, das waren die Lautsprecher. Becher mit Wasser, den können wir jetzt auch nicht mit was anderem verwenden. Können wir den mit dem. Dem Kabel oder der Klimaanlage. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr? Wenn die Luft ausgeht. Was bringt uns das? Ist jetzt der Strom hier nicht mehr drauf? Kann das sein? Die Sicherungen sind rausgeflogen. Ah. Also kann ich's wagen. Wieso sagt einem das keiner vorher, dass die Sicherungen rausgeflogen sind? Können wir das jetzt damit verbinden? Wenn ich das zubinde, habe ich einen schweren Steinsack. Genau. Das ist toll. Das Material dieser Decke ist extrem strapazierfähig. Zum Glück, sonst wäre sie bei dem Gewicht der Steine längst gerissen. Okay. Nee, wir müssen erst rausgucken, haben wir schon gelernt, ne? Kannst du das jetzt daran festbinden? Der dicke Sack passt nicht durch die Gitterstäbe. Dann nochmal alles von vorn. Ich leg die Decke draußen vors Fenster und pack erst dann die Steine hinein. Jetzt noch mit dem Kabel zu und an den Gitterstäben festbinden. Klingt umständlich, scheint mir aber sehr vielversprechend zu sein. Das ist Verarsche, oder? Das ist doch. Das Material dieser Decke ist extrem strapazierfähig. Zum Glück, sonst wäre sie bei dem Gewicht der Steine längst gerissen. Ja, und was machen wir jetzt damit? Puh, ist der aber schwer. Ach, den kann ich... Kabel? Innenhof.
Wie soll ich den denn von da oben in den Innenhof schmeißen? Na los, alter Sack. Mach dich mal nützlich. Das war einfach. Selbst Gefängnismauern können mich nicht aufhalten. Ah, okay. Die Frage ist jetzt nur, macht sie das, was ich denke? Ich muss nur ans Gummihuhn bringen. Mit dem Kleiderbügel könnte ich tatsächlich am Kabel bis zum anderen Gebäude rutschen. Was Besseres fällt mir nicht ein. Also los. Das kennen wir ja schon von Monkey Island. Leider wird's hier nicht gezeigt. Schade. Nina, ich... Machen Sie gefälligst die Tür auf! Gern, sobald ich die Idioten aus dem System geworfen habe. Was machen Sie hier? Und was wollen diese Idioten von Ihnen? Ich gehöre zu einer Gruppe von Hackern und steuere ein riesiges Botnetz. Über 1 Million Computer, alle unter meiner Kontrolle. Von so einer Rechenleistung können NASA oder Pentagon nur träumen. Aber eine einfache Tür kann Ihr Supercomputer offensichtlich nicht öffnen. Wenn ich mein System wieder unter Kontrolle habe, kann ich noch ganz andere Sachen. Hey, pfeifen Sie Ihr Spielzeug zurück, bevor noch was passiert. Negativ. Für Murphy gilt leider das Gleiche wie für die Tür. Keine Kontrolle. Geh ihm lieber aus dem Weg. Bin gleich da. Ruhig, Brauner. Okay, ein Kampfroboter. Ah, ich muss mir jetzt selber einen Kampfroboter basteln, oder was? Kampfroboter. Ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand gesagt hat, man soll bei Robotern, wenn man irgendwo zum Roboter kommt, soll man vorher noch speichern. Wir haben hier Schrotthaufen. Das Paradies für Schrotthändler. Die Ludolfs würden sich hier pudelwohl fühlen. Dann nimm dir da mal was raus. Ich sammle mal alles ein, was noch halbwegs verwertbar aussieht. Genau. Elektroschocker, Flammenwerfer, Kreissäge, schätzen mal, das sind die Angriffs-Dings. Bohrmaschine dürfte doch sein, um den zu reparieren, oder? Elektroschocker, das... Gucken wir uns den erstmal an. Ein Roboter mit festmontiertem Verteidigungsschild. Am freien Arm kann man eine der Waffen befestigen. Ja, dann mach das doch. Oder muss ich dir extra... Ach so, eine der Waffen. Also normalerweise würde ich sagen Elektroschocker, weil das andere ja auch ein Roboter ist. Flammenwerfer könnte vielleicht auch gut sein, weil der schmilzt das wahrscheinlich weg. Kreissäge, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was es für eine Säge ist. Bohrmaschine denke ich nicht, dass das so gut ist. Ich würde normalerweise sagen, wir machen das dran. Aber wie machen wir das dran? Und was meint sie mit an einen der Arme? Ach so, ich kann den einfach... Nein, oder? Ich kann den einfach aufheben. Ich habe den Roboter mit einem Elektroschocker ausgerüstet. Okay, aber wofür ist das Gerät hier? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob das jetzt, ob ich das richtig im Kopf habe, was ich jetzt gesagt hatte mit den Robotern. Aber irgendjemand hat zu mir gesagt, wenn du das Spiel spielst, also den dritten Teil, und bei den Robotern bist, dann speicher ab. Ich werde jetzt mal ganz kurz speichern. Wenn ich das falsch im Kopf hatte, dann ist es ja nicht schlimm. Dann machen wir hier halt einen kleinen Cut, wo ich speichere. Und ansonsten, bin ich mal gespannt, wenn ich das richtig im Kopf habe, warum man speichern soll. Weil das hat die Person mir nämlich nicht gesagt. So, wir haben schnell gespeichert und dann gucke ich mal. Ich kann ja hier jetzt nichts mehr drücken. So, hier ist sonst auch nichts mehr und wir müssen ja durch die Tür. Also, müssen wir den wohl drauflassen, wa?
Let's get ready to rumble. Ach du Scheiße. Und jetzt? Das würde ich höchstens machen, wenn man mir vorher eine Kettensäge an den Arm montiert. Ja, das soll er ja auch eigentlich machen. Angriff unten, Angriff oben. Unten. Haftmine liegen. Keine Ahnung. Ich sollte erst einen Angriff und eine Verteidigungsvariante wählen, bevor ich meinen Roboter in den Kampf schicke. Ja, deswegen habe ich ja beides gerade ausgewählt. Oder kann man hier beide... Achso, man kann zwei Sachen nehmen, okay. Der hat mich jetzt unten gehauen, wenn ich das richtig sehe. Machen wir jetzt Angriff oben und verteidigen uns trotzdem noch unten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Habe ich keine Minen mehr. Jetzt hat er eine Mine hingelegt, oder was? Nein! Oh! Oh! Ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Der Elektroschocker scheint generell nicht ganz so. Der Flammenwerfer scheint besser zu sein. Aber egal. Hier gibt's ja zum Glück genug Ersatzteile. Auf ein neues. Nein! Einige Minuten später. Oh, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nicht nochmal neu machen, oder? Dann nehmen wir mal das Flammending mit, weil das hat mir richtig Schaden gemacht. Ah, Moment. Ach so. Er wird aber nicht repariert. Ich schon. Ah. Okay, dann geht's mal auf ein neues. Das hat ihm jetzt aber gar keinen Schaden gemacht hier. Ja, genau. Er hat keine Deckung. Hat mit dem Flammenwerfer aber gerade mal 10 Schaden bekommen. Ich habe volle Deckung und ich habe 60 Schaden durch seinen Flammenwerfer bekommen. Wollt ihr mich hier eigentlich? Also, das ist doch nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Der kriegt jetzt keinen Schaden, wetten? Ja, natürlich nicht. Allerdings kriege ich diesmal auch keinen Schaden, was seltsam ist, weil eben habe ich vollen Schaden im vollen Block bekommen. Na? Na toll, 2 Jahre Arbeit und jetzt nur noch ein Haufen Schrott. Du bist Cassandra? Den Stimmenmodulator habe ich in der Junior High programmiert. Ganz praktisch, wenn der Direktor anruft und dein Vater sprechen möchte. Komm, die wissen jetzt, wo wir stecken und werden sicher bald hier sein. Wir müssen verschwinden.
Warum hast du mich eigentlich hierher gelotst? Michael Anderson ist mein Onkel. Er hat diese Formel entdeckt. Unter dem Bild von Da Vinci? Genau. Er konnte damit nichts anfangen, also kam er zu mir. In Mathe macht mir nämlich so leicht keiner was vor. Die Formel stammt von Archimedes höchstpersönlich. Er hat eine genial einfache Methode für die Berechnung von Pi entdeckt. Die Kurzfassung bitte, Mathe-Ass. Der Weltrekord im Errechnen von Pi liegt irgendwo bei der 5-billionsten Nachkommastelle. Mit der Formel und meinem Botnetz konnte ich den aber in 0,nix brechen. Rat mal, was ich dabei entdeckt habe. Woher soll ich das wissen? Ich verstehe ja nicht mal den Spruch auf deinem T-Shirt. Das ist Pi. Es gibt kein System. Das pure Chaos. Bis dahin. Wir kommen jetzt an die billiardste Stelle. Soweit hat noch niemand gerechnet. Nur noch Nullen und Einsen? Was soll das sein? Binärcode? Eine Botschaft. Ein Bauplan. Für eine Maschine. Ein Bauplan? Aber wie kommt so etwas in die Zahl Pi? Gute Frage. Pi existiert quasi schon so lange wie das Universum. Ist mit dem Urknall erschaffen worden. Also vom lieben Gott höchstpersönlich, wenn du an den glaubst. Und was für eine Maschine soll das sein? Keine Ahnung. Aber da kommt dein Freund ins Spiel. Wahrscheinlich hat er was gefunden, was denen nicht in den Kram passt. So wie mein Onkel. Scheiße, sind die fix. Los, raus hier! Hier lang! So ein Mist! Blockiert! Gibt's keinen anderen Ausgang? Nein, ich muss versuchen, die Sperre zu umgehen. Dafür brauche ich aber eine Minute. Was soll ich machen? Ich kann doch hier nicht einfach nur rumstehen. Halt sie irgendwie auf! Ich werde versuchen, etwas mehr Zeit zu verschaffen. Ach so! Ah, ich verstehe. Und deswegen sollte man mit bei den Robotern speichern. Denen in die offenen Arme laufen, niemals. Das Mathe-Ass macht das schon. Ja, ich kenne sie ja gerade erst. So viel Vertrauen in sie setzen, ich weiß nicht. Ich vertraue ihr mal. Vergiss es, beeil dich lieber ein bisschen, Mathe-Ass. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.